Was geht ab, Leute? Willkommen zu Inside Super League. Ausnahmsweise poste ich die Spiele von Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahce und Beşiktaş heute in einem Video. Die Woche war einfach viel zu stressig bei mir und ich will nicht irgendeinen Scheiß hochladen. Deswegen bekommt ihr von mir heute ein Alles-in-Eins-Paket. Wie dem auch sei, fangen wir gleich mit Beşiktaş an, das erste Spiel in dieser Woche. Sie gewannen auswärts gegen Karagümrük und das ist einfach ein Spiel, von dem ich einfach mehr erwartet hatte, Leute. Ich meine, bei Spielen von Fatih Karagümrük ging es die letzten Wochen schon öfter ab. Dieses Spiel war aber ziemlich langweilig. Ich schieb das Ganze jetzt einfach mal auf die unangenehmen Witterungsbedingungen. Tatsächlich gab es außer dem Elfmeter von Batshuayi keinen einzigen Treffer im Spiel und so richtige Torchancen gab es auch nicht auf beiden Seiten. Also wirklich, ich kann gar nicht viel über das Spiel erzählen, nicht mal wenn ich wollen würde. Was aber erwähnenswert ist, Beşiktaş hat sich mit den letzten beiden Siegen aber ziemlich gut wachgerüttelt. Mit 35 Punkten sind sie mittlerweile auf dem 5. Platz. Am Wochenende spielen sie gegen Malatyaspor, da dürfte eigentlich auch ein Sieg her. Wobei, das ist die Super League und da kann nun mal alles passieren. Wie sie sich am Ende schlagen werden, erfahrt ihr natürlich auf Inside Super League. Kommen wir nun zu Fenerbahce und auch wenn sich Fenerbahce wie jedes andere Mal auch schwer getan hat, zu Torabschüssen zu kommen, hat es gestern am Ende gegen Altay dann doch gereicht. Gut, Altay ist momentan auf einem wirklich sehr schlechten Weg. Sie haben mittlerweile nun das 14. Spiel in Folge nicht gewinnen können. Trotzdem hat mir Fenerbahce gestern ziemlich gut gefallen. Auch wenn Irfan Can mit einem Tor und einem Assist geglänzt hat, war für mich Osei Samuel der wichtigste Mann auf dem Feld. Wieso, fragt ihr euch jetzt? Ganz einfach, er hat sich im Laufe der letzten Monate einfach krass gesteigert und er hat gekämpft wie ein Löwe. Den Spielern von Fenerbahce wird ja meist vorgeworfen, dass sie ohne Seele spielen. Osei Samuel ist in meinen Augen davon aber definitiv nicht betroffen. Das Spiel hätte locker höher ausfallen können, wenn Ener Valencia nicht komplett außer Form wäre. Also wirklich, ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Er kann ja nicht mal mehr gerade aufs Tor schießen. Also tatsächlich kann ich mir das Ganze nicht erklären. Mal sehen, wie er sich die kommenden Spiele so schlägt. An sich gibt es auch hier nicht mehr viel zu sagen. Es war halt ein typisches Spiel auf ein Tor, ihr kennt's. Was aber noch zu sagen ist, ist, dass ihr den Kanal abonnieren sollt. Ich weiß, krasse Überleitung. Macht es einfach, ihr werdet's nicht bereuen. Kommen wir somit zu Trabzonspor und zum spannendsten Spiel in der Woche. Und zwar zu Trabzonspor gegen Giresunspor. Dieses Spiel endete in einem 1:1 und vor allem die letzten paar Minuten waren anders spannend. In der ersten Halbzeit tat sich Trabzonspor tatsächlich schwer, denn ohne Spielmacher Hamsik und Vakayeme konnte sich Trabzonspor so gut wie keine Torchancen erarbeiten. Da war Giresunspor schon deutlich besser. In der zweiten Halbzeit wurde Trabzonspor nicht unbedingt besser, aber sie hatten definitiv ihre Momente. Besonders die Distanzschüsse von Bakasetas wurden immer wieder gefährlich, aber Okan Kocuk hat gestern wirklich alles gehalten. Ja gut, fast alles. Trabzonspor hätte auch fast mit der Niederlage das Spiel beenden können, ja Leute? Denn die Gäste gingen in der 68. Minute in Führung. Die Gastgeber haben aber nicht lange gebraucht und trafen mit Cornelius den Anschlusstreffer. Und danach begann langsam aber sicher der Nervenkitzel. Denn Schiedsrichter Ulusoy zeigte in der Nachspielzeit nach einem Handspiel vom Giresunspor-Verteidiger auf den Elfmeterpunkt und somit hatte Trabzonspor die Chance gehabt, das Spiel noch einmal für sich zu entscheiden. Das ganze Stadion fiebert mit. Bakasetas läuft zum Ball an und verschießt den Ball aber. Besser gesagt, Okan Kocuk hält den Elfmeter. Und Leute, glaubt mir, ich wusste es einfach schon direkt ab dem Moment. Der Elfmeter wird zu 100% wiederholt. Ich habe es einfach kommen sehen. Und tatsächlich kam es auch so. Der Elfmeter musste wiederholt werden, da vor dem Schuss schon Spieler reingerannt sind in den Strafraum. Obwohl da auch ein paar Trabzonspieler dabei waren. Wie dem auch sei, egal ob die Entscheidung richtig war oder nicht. Okan Kocuk hat gesagt, nein, heute kassiere ich keinen mehr. Und hielt somit auch den zweiten Elfmeter. Ein wahrer OG, für mich mit Abstand der Man of the Match. So Leute, Fenerbahce, Trabzonspor und Beşiktaş haben wir nun abgehakt, fehlt uns also nur noch Galatasaray. Und oh Junge, es wird einfach nur schlimmer und schlimmer bei ihnen. Sie verloren heute nämlich 1:3 zu Hause gegen Kasımpaşa und das, ich kann es nicht einfach sagen, ist einfach nur peinlich. Wäre das Spiel eine Beziehung, dann hätte Kasımpaşa die Hosen angehabt, denn sie haben über das ganze Spiel über den Ton angesagt. Und das Ganze auswärts, ich betone, auswärts. Das ist einfach nur eine Beleidigung für jeden Gala-Fan da draußen. Ich meine, schaut euch die Tabelle an. Es fehlen nur noch 4 Punkte für einen Abstiegsplatz. Ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der das Ganze rechtfertigt. Ja gut, vielleicht ein Burak Elmas, aber der ist in meinen Augen auf demselben Niveau wie Ali Koç. Ich denke generell, dass diese modernen, bartlosen Beta-Männer alles andere als dafür gedacht sind, große Clubs wie Fenerbahçe und Galatasaray zu leiten. Aber nun ja, Leute, was sagt ihr? Schreibt mir eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Das war's somit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wie gesagt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ihr würdet mich damit nämlich sehr unterstützen. Ich sage somit ciao und bis zum nächsten Mal.